herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige hier, wie man auf dem Casio FX91DE Einheiten konvertiert. Die Konvertierungsfunktion erreicht man als Zweitfunktion auf der Taste 8. Indem ich Shift 8 betätige, rufe ich somit diese Funktion auf, wie an dieser Stelle zu sehen ist. Bevor ich das nun auf dem Taschenrechner wirklich zeige, möchte ich auf diesen Link hinweisen, den ich auch in der Beschreibung dieses Videos einstelle. Dort erhält man diese Seite, die einen gewissen Überblick über die Umrechnungsmöglichkeiten wiedergibt. Es ist tatsächlich sinnvoll, einen Blick darauf zu werfen, denn man findet hier zum Beispiel den Begriff Zoll als deutschen Begriff. Im Englischen heißt es Inch. So würde man nämlich auf dem Menü des Taschenrechners vergeblich nach einer Umrechnung von Zoll in Zentimetern suchen. Denn auf dem Taschenrechner ist das Ganze als Inch angegeben. Ein Blick auf dieses Blatt lohnt sich also durchaus. Ruft man nun mit der Shift-8-Taste die Konvertierungsfunktion auf, so gelangt man in ein Menü mit vielen Untermenüs, in dem man sich einen Überblick verschaffen kann, welche Umrechnungen möglich sind, und man kann sich natürlich auch die gewünschte Umrechnung dort heraussuchen. Das werde ich gleich zeigen. Ich werde dort auch zwei Beispielrechnungen durchführen. Dabei werde ich 10 Zoll umwandeln in Zentimeter. Das sind 25,4 Zentimeter. Das Ergebnis ist hier also schon zu sehen. Hier sieht man auch noch, welche Umrechnung wirklich durchgeführt worden ist. Und ich werde 20 Grad in Fahrenheit umwandeln. Das sind 68 Fahrenheit. Auch das ist hier noch gut zu sehen. Ich zeige nun die eben genannten Funktionen auf dem Taschenrechner. Mit Shift 8 komme ich in das Konvertierungsmenü. Ich kann mich dort durch die einzelnen Blätter klicken und sehe, welche Möglichkeiten es dort gibt. Indem ich auf die 1 klicke, erreiche ich die Möglichkeiten, Massen umzuwandeln. Indem ich hier auf die Rückwärtstaste klicke, gelange ich wieder im Menü zurück. Ich möchte ja eine Länge umwandeln, nämlich von Zoll in Zentimetern. Ich muss also die 1 betätigen. Wir sehen hier als Funktion 1 und 2 die Umwandlung von Inch in Zentimetern bzw. von Zentimetern in Inch. Da ich von Zoll, also Inch, in Zentimetern umwandeln möchte, muss ich die 1 betätigen. Die Funktion wird angezeigt. Ich blättere nun einfach zurück vor die Bezeichnung Inch, gebe dort 10 ein, drücke auf das Gleichheitszeichen und bekomme das Ergebnis in Zentimetern angezeigt. Erneuter Aufruf der Funktion. Ich möchte jetzt die Temperatur umrechnen. 3 von Celsius in Fahrenheit. 2 zurückgeblättert vor das Celsius. 20 Grad Celsius sind 68 Grad Fahrenheit. Hier wird mir ein weiterer Menüpunkt angeboten. Ich kann hier zurückblättern und ältere Umrechnungen sehen. Weitere gibt es hier nicht, nur die beiden, die ich bisher durchgeführt habe, sodass ich immer nur zwischen denen wechseln kann. Dort kann ich aber wieder im Menü zurückblättern, um andere Werte zu überprüfen, zum Beispiel 106 Zoll in Zentimeter umgewandelt sind 269,24 Zentimeter. Ja, das war es auch schon zu dieser Funktion. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.